Hallo Freunde, eine weitere Folge Dreisternhof. So, wir sind jetzt heute, streuen wir mal den restlichen Kalk. Da müssen wir mal zum Drescher hin, der ist nämlich der Kontank voll. Entschuldigung. Und den müssen wir mal entladen. Da kann nämlich schön weiterfliegen, da habe ich jetzt den Helfer draufgesetzt. Ne, ein, zwei. Ein, zwei danach. Da müssen wir rechts rein, ja. Dreisternhof. Da müssen wir ein bisschen langsam fahren. Jawohl, der ist am Fliegen. Hier hinten müssen wir noch ein bisschen Kalk draufschmeißen. Ich glaube, das war noch so ein Streifen. Ja, der eine Kalkstreif voll sollte eigentlich reichen. Da schmeißen wir ganz schön viel in die Botanik. So, haben wir gerade Kalk. Genau, das ist gemacht. So, dann schnabulieren wir uns jetzt mal den Anhänger. Und dann gucken wir mal, ob wir das auf dem Hof lassen oder ob wir das wegfahren. Ich weiß noch nicht. Ja, sieht schon gut aus, der Hof. Ist auch ein bisschen mit ein paar Bäumen drauf und so. Also direkt auf dem Hof, ne? Und schön. So, den Streuer stellen wir mal hier rein. Oh, oh. Liegen noch Ersatzteile. Ja, mach ich doch, Zapfwille. So. Ja, hier bimmelt es am Handy. Muss jetzt warten. So, wo wir jetzt den Kipper stehen? Wo steht der Kipper? Ach, da hinten. Guck mal gerade was. Nee, nicht wirklich. Ja, fast zu hoch. Trelleborg.
schwarz. Jo. Stopp. Da ist noch irgendwas. Ja, mit Abdeckung. Genau. Den kaufen wir. Ich kann den Standardanhänger da, den komischen, den keine Schritt mehr sehen. Deswegen kaufen wir uns den. Gehen in die Garage. Genau. Und den verkaufen wir dann direkt. Für 6000, genau. So, dann hat sich das ein bisschen besser getan mit dem Kaufen und Verkaufen. Also mit dem neuen Kipper. Dann fahren wir schon zum Händler. Holen uns den neuen. Gucken, wo können wir dann ja. Ich glaube, das Gas, weil sie drin sind. Und sie laufen immer noch über die Straße. Schade. Ich hatte gedacht, das hätte er geändert, aber leider nicht. Oh, ist so ein schöner Kipper. Das ist so ein schöner Kipper, Freunde. Ganz nach meinem Geschmack. Schöner Mengele. Das sieht gut aus. Ja, ich will nicht einsteigen, ich möchte anhängen. Genau. Und Abfahrt. So. Dann Stroh pressen. Grasmähen ist kein Problem. Da kann man es irgendwo in der Wiese pachten. Mal gucken. Kurze Lage können wir sie dort kaufen. Ja, so runde Lage, also die Lagebank kann man es kaufen. Vorher können wir es auch ankaufen, also von daher. Dann können wir eigentlich auch schon die Tiere holen. Mengele Ladewagen kommt noch. Ja, das sind so. Gibt es gar keinen Weg hoch? Warte mal so auf. Da. Jawohl. Läuft. So, ich glaube Presse, mit einer Presse sieht's, haben wir glaube ich gar nichts, gell? Nee.
Na, machen wir später. Das wird jetzt zu teuer. Ballentechnik. Ja, sieht mau aus, würde ich sagen, ne? Nee. Lohnt sich jetzt noch nicht. Die gute Krone kommt prima. Oh, manuell. 81.000. Oi. Ja, die mieten wir uns mal, komm. Alles andere ist jetzt, wäre jetzt zu teuer. Das. So, können wir weitermachen. Und dann kommen wir gerade. Hafer hat er sogar drauf. Hafer. Gerste. Weizen, Gerste, Hafer. Agri-LB. Ja. Ist gerade hier um die Ecke. Weil die hochfahren, dann. Zack, zack, sind wir da. Ja, was mache ich jetzt mit der Rundballenbremse? Ja. Gut, dann. Ich hätte hier irgendwie noch Lust, noch einen Schlepper zu kaufen. Aber ich weiß nicht welcher. Ich kann es beim besten Mal nicht sagen. Was hier Ferguson? Maximum 208 PS. Case hat man noch gar nicht. Stimmt, den Käse. Standard. Reifen. Nice. Nee, ohne Radgewichte. Mit Frontlader am Bau. Nee, den machen wir ohne. So, haben wir jetzt mal einen großen Schlepper. Haben wir einen Case. Ich glaube, in einer Folge hatten wir mal einen Case für irgendwas benutzt. Den hatten wir uns auch gemietet, hatten wir auch nicht Ballen gepresst oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
jeden Fall haben wir den auch gemietet. Weil er für irgendeine Aufgabe hat, hatten wir den. Zum Lachsfahrer. Schlimm, schlimm. Ja, der Case zieht auch direkt durch. Merkt jetzt mal schön die Kraft. So, haben wir die schon mal auf dem Hof. Sehr schön. Den Case mit der Rundballenpresse. Freunde, das war's dann für heute. Wir sind am Ende unserer Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ich wünsche euch Spaß, genießt eure Tasse Kaffee. Wart langsam, passt auf euch auf und bis morgen. Hallo, bis dann. Tschüss.